In der heutigen Aufnahme stell ich vor Elliot und Andrew. Andrew Amber Blaze sowie Elliot R. Der Elliot hat schon mehrfach Erwähnung gefunden. Wie gesagt, er war the King of Incels und Incel ist normalerweise nicht mein Thema. Er ist aber ein bisschen so der Kasperl, der Clown dieser Täter, weil er seinen Narzissmus so plakativ affischiert hat, ja, dass er auf seine Art leider geradezu humorvoll wirkt. Und ich möchte auf das noch ein bisschen öfter eingehen. Ich empfinde das so wie beim David Kosacz, augenblicklich irgend so eine Form von so, als waren es Kumpels. Aber erneut, es geht da nicht um eine Verharmlosung derer Taten, weil ich das strikt abgrenze, dass ich deren Leben betrachte bis zu jenem ganzen Kalendertag, wo die noch unbescholten geblieben waren und nicht der Tag der Tat. Also den klammer ich da aus. Mir geht es einfach nur um die verirrte narzisstische Gedankenwelt, jenes Elliot, wo manche Dinge einfach amüsant waren. Es hat zum Beispiel ein Beschreiber, der sich auch sehr viel mit ihm befasst hat, hat Videos gebracht, die Elliot selber nicht veröffentlicht hat. Da hat man zum Beispiel gesehen, wie der Elliot am Ende seiner letzten Aufnahme sogar am Schluss noch sagt, es ist herrlich, ja, man muss sich's auf der Zunge zergehen lassen. I am so godlike. Oder Elliot setzt sich an einen Strand und will seine Ruhe haben. Er lebte ja in Isla Vista, also Isla Vista. Also am Meer lebt der. Und in, ich glaube, Kalifornien. Und es hat sich dann etwas näher zum Meer, auf einer Bank hat sich ein Pärchen hingesetzt. Ist ganz normal. Ja, man kriegt noch mehr den Blues, wenn man dann sieht, wie die da vorne immer dumm schäkern und immer dumm busseln. Das, mir graust genauso, wenn die Leute immer dumm busseln, ja. Aber es ist so herrlich, wie das kommentiert, ne? Also so, als hätten, das war wieder sehr, sehr wirklich Paranoia, so als hätten sich die absichtlich vor ihn hingesetzt, um ihm den Ausblick zu zerstören. Es ist so wunderschön nett, wie er das beschreibt. Ja, also wie gesagt, alles bis zum Tag vor seiner Tat. Und ähnlich ist es beim Andrew. Bei beiden ist es so, dass sie unglaublich viel Videos hinterlassen haben und dass diese Videos noch online sein dürfen, beziehungsweise dass es Menschen gibt, die das trotzdem noch zugänglich machen und sichtbar machen. Ich finde es ganz gut, trotz allem, ja. Und sowas haben wir vom David Kosacz eben nicht. Aber wollen wir jetzt einmal aufzählen. Kosacz, Elliot, Andrew. Dass der Andrew den Delfin kriegt, ist ganz klar, weil der Andrew ja sehr lang, der in Wahrheit Randy hieß, weil der Andrew sehr lang einen Wal, Stoffwal als Protagonisten hatte. Lustigerweise eh gemeinsam mit einem Frosch. Also der neue Frosch ist jetzt der Elliot vom Andrew. Und ja, solche Dinge brauche ich eben. Das sind so Gedankenbrücken.